Willkommen zur, ich weiß gar nicht, wievielten Mahnwache hier in Saarbrücken. Einen schönen guten Abend an euch und an alle, die daran interessiert sind, was wir hier so treiben. Auch euch zum Beispiel. Ich möchte euch am Anfang sofort mal die Eröffnungsrede vorlesen. Ich komme lieber hier runter, das da oben ist mal zu hoch. Die ist eigentlich im Wortlaut genau wie immer. Eröffnungsrede der Mahnwache Saarbrücken. Wir heißen alle Menschen von Herzen willkommen, die in der Lage sind, friedlich Mahnwache zu halten. Denn Gewaltfreiheit ist unserer Ansicht nach der einzige Weg zu nachhaltigem Frieden. Wir möchten alle hier Anwesenden um ein paar Sachen bitten. Wenn jemand anfängt zu pöbeln, zu randalieren oder irgendwie Gewalt anzuwenden, wenn vermummte Personen erscheinen, wenn jemand Parteiwerbung oder mutmaßliche Hetzschriften verteilt, bleibt friedlich und sagt umgehend einem Ordner Bescheid. Dieser wird bei Bedarf die Mitarbeiter der Polizei informieren, um notfalls diese Person von hier zu entfernen. Wir möchten hier keinerlei Gewalt. Wir möchten hier keinerlei Extreme. Weder von rechts noch von links noch religiös. Ansonsten kann und soll jeder Mensch seine Meinung haben und auch vertreten dürfen, speziell hier. Solange dieser Mensch in der Lage ist, hier Friede vorzuleben, anstatt nur davon zu reden. Diese Veranstaltung ist unparteiisch, unpolitisch und unreligiös. Und sie wird es auch bleiben. Jeder trägt für seinen inneren Frieden selbst die Verantwortung, denn dieser Friede kann, genauso wie Moral, Ethik und Solidarität, nur aus eigenem Herzensgrunde und Überzeugung erwachsen. Wir begrüßen herzlich unsere Freunde der Ordnungsmacht. Wir danken euch für euren Einsatz. Auch für den Einsatz an der Idee des Friedens. Wir begrüßen alle freien Männer und Frauen und Kinder, die heute hergekommen sind, um für unser aller Frieden einzustehen. Wir begrüßen alle mutigen Menschen mit dem Willen zur Veränderung, ungeachtet ihrer Hautfarbe, ungeachtet ihrer Herkunft und Nationalität, egal welcher Religion, welchem Glauben und welcher sexuellen Orientierung sie nachgehen. Jede Meinung ist es wert, gehört zu werden, solange sie im Zeichen des Friedens miteinander steht. Jeder Gedanke soll gedacht werden dürfen und jede Erkenntnis, welche dem Menschen und dem Frieden dient, soll eine Bühne haben dürfen. Wir begrüßen gegensätzliche Meinungen in tiefem Respekt. Denn nur durch diese Gegensätze und Unstimmigkeiten können wir uns noch sicher sein, dass wir nicht völlig gleichgeschaltet sind und nicht völlig verblödet sind. Deshalb gilt es, diese Unterschiede, die uns als Menschen ausmachen, zu pflegen. Und es sollte unser aller Anspruch sein, allen friedlichen Meinungen, Erkenntnissen und Anschauungen, so verschieden sie auch sein mögen, in Respekt und auf Augenhöhe zu begegnen. Wir möchten die Welt nicht schwarz malen, sondern sie an menschlichen Idealen neu beleben. Wir möchten Systemfehler aufzeigen und jeden Menschen ermahnen, einmal genauer hinzusehen. Wir dürfen und sollen hier ruhig auch Freude haben und wünschen uns eine schöne Zeit, in der Menschen sich auf Augenhöhe begegnen und respektvoll miteinander umgehen, auch wenn nicht alle einer Meinung sind. Es wäre schön, wenn wir uns alle hinsetzen, um eine friedliche Atmosphäre auszustrahlen. Möge der Wille zum Frieden über den unterschiedlichen Meinungen stehen und zu einem anregenden Austausch und Freundschaften führen. Viel Spaß hier.